sein und herzlich willkommen zurück zu H1Z1. Ich weiß gerade nicht, welche Folge das ist. Das hat den Anlass, da zwei Aufnahmen, die ich gemacht habe, kaputt gegangen sind. Leider. Deswegen kommt das Video jetzt auch erst so spät, weil ich sonst keine Zeit hatte, noch eine aufzunehmen. Auf jeden Fall in der Zeit, in den Aufnahmen, bin ich nicht gestorben. Wir haben aber ein bisschen Metall gefunden, eine Waffe gefunden, ein bisschen ja, Munition und werden dann gleich uns auch machen, natürlich die Base so bauen. Unsere Tür wurde kaputt gemacht hier, war halt nur eine Holztür, sind zwei, drei Schläge, dann ist sie kaputt. Aber es wurde nichts aus der Tür geklaut, weil nichts Wichtiges drin ist und ich alles auf dem Charakter gesaved habe. Ja, und dann werden wir gleich anfangen, schön unsere Base zu bauen. Und, ja, vielleicht, wie ihr schon mitbekommen habt, hat Sony, ihr Gaming-Unternehmen, also ihr Entwicklerstudio Sony Online Entertainment verkauft. Also, die haben halt EverQuest gemacht, PlanetSide, und noch viele andere Spiele und jetzt unter anderem auch H1Z1. Es war eine ziemliche Verwunderung, dass sie es verkauft haben. Also ich habe damit nicht gerechnet, habe es vorher auch nirgendwo gesehen, gehört. Und ja, sie wurden von einer Investmentfirma auch gekauft. Ich weiß nicht, ob das irgendwas Gutes heißt. Sie heißen auf jeden Fall jetzt Daybreak Game Company. An den Spielen und an der Besetzung soll sich angeblich nichts ändern. Aber das ist jetzt erstmal alles nur Marketing. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich hoffe mal nicht, dass sich irgendwas an H1Z1 ändern wird am Laufplan, weil das Spiel ist halt wirklich, wirklich geil und es hat so viel Potenzial nach oben noch. Und ja, ich finde es momentan, bis jetzt das beste Survival-Game, was rausgekommen ist. Da haben sie, ja. Auf jeden Fall, das Einzige, was sich auf jeden Fall an der Firma ändern wird, dass sie jetzt für Xbox One entwickeln dürfen. Das hat der Chef, John Smetley, auch schön getweetet sofort. Und ja, da sind wir doch mal gespannt, inwiefern sich das in den nächsten Tagen entwickelt. So. Da wir jetzt ein bisschen Metall haben, looken wir doch mal, ob wir die Foundation bauen können. Das wäre natürlich super geil. Wir können natürlich, haben jetzt die Foundation schon gebaut. Sehr schön. Und gucken doch mal, ob wir die jetzt hier hinbekommen. Placement. Bis jetzt sieht's nicht so geil aus. Es kommt ein Zombie. Gut, wir können hier die Base erstmal nicht hinbauen. Da ist ein Bär, da wollen wir nicht hin in die Richtung. Dann gucken wir doch mal hier, ob wir die hier hinbauen können. Weil wir wollen auf jeden. Was? Oh. Jetzt habe ich die Foundation da hingesetzt, Alter, wegen dem scheiß Zombie. Really? Oh man, das ist doch eigentlich ein richtig mieser Platz. Aber, was wollen wir machen? Der scheiß Zombie hat mich gezwungen, die hinzusetzen.
Oh Mann. Oh, wir bluten. Und jetzt auf einmal 9. 11. 11 Wände brauchen wir. Na gut. Ach, was ist denn hier los? Jetzt mal ohne Witz. Was ist denn jetzt los? Komm, warum treffe ich den denn nicht? Und ich blute schon wieder. Heute ist echt nicht mein Tag bei der Aufnahme. Eieiei. Ja, und noch weiter zu Sony Online Entertainment, also ist ja jetzt Daybreak Gaming Company. Die haben ja hier, Moment, wo kann ich's, Station Cash, genau, heißt das, ne? Hier, wo man die ganzen Sachen kaufen kann in all ihren Games. Das soll eins zu eins dann übernommen werden, die neue Kompanie mit neuen Namen und so, bla bla. Ich bin halt einfach mal gespannt, wie das so wird. Ob das Ganze halt wirklich was taugt danach. Ja, aber ihr könnt ja mal in die Kommentare auf jeden Fall schreiben, was ihr davon haltet, von dem Ganzen. War es eine gute Entscheidung für die Firma? Also ich weiß ja nicht, warum diese Entscheidung von Sony getroffen wurde, dass die die Firma verkaufen. Verstehe ich halt gar nicht, weil... Oh, Broken Metal Item, ja super. Die, ich sag mal so, die haben ja jetzt nicht, nicht so die schlechtesten Games rausgebracht mit EverQuest, PlanetSide und jetzt Age Runner Z1. Da waren ja noch viele andere, mehr Spiele halt. Deswegen verstehe ich das Ganze nicht. Können wir das schon craften? Da, die Axt, die können wir doch schon. Ein Metal Scrap. Die wollten wir uns craften, richtig? Jupp. Ich wusste gar nicht, dass wir die schon erforscht haben. Na gut. Ich hoffe, unser Metall oder Metal Scrap reicht aus, um schon eine Hütte zu bauen, etc. Gut, also eine Feuerwehr-Axt macht natürlich jetzt mal einiges mehr Damage an den Bäumen. Das geht viel, viel schneller. Ich weiß gar nicht, ob sich die Lockanzahl auch je nach Axt ändert, weil hier kommen irgendwie immer nur zwei raus aus den dicken Bäumen. Ach, wirklich, wirklich? Schon wieder einer? Ja, hau ab, Zombie. Headshot, gut. Sind vorher auch schon die Blätter abgefallen? Das ist mir nie aufgefallen. Oder vielleicht, weil es halt sonst auch immer dunkel ist in dem Spiel. Aber irgendwie ist mir das nie aufgefallen, dass da Blätter runterkommen, wenn man draufhaut. Ich kann ja vielleicht noch erzählen, was in den verlorenen Aufnahmen passiert ist. Eigentlich war ich nur looten in der Stadt. Was gefunden, Metall-Looten in den Pleasant Valley, in den Hallen war ich für die ganzen Metal-Sheets. Auf jeden Fall, ja. War da eigentlich nur Looten. Ich war halt wirklich zu Zeiten, wo nicht viele online sind, um eigentlich einfach ein bisschen überleben zu können, damit wir hier erstmal eine Grundlage uns schaffen können, endlich. Gut. Housing, Metal Wall. Wir brauchen 11 Stück, ne?
5. Sechs. Ne, 8 haben wir schon. 9 bauen wir erstmal, weil in eine Ecke soll ja das Häuschen. Und da kann man auch später erst die Wände setzen. Oh Gott, dieser Scheißbär, ne? Der macht mich ja so. Oh. Ich weiß echt nicht, wie ich es beschreiben soll, was der mich macht. Zack, setzen wir hier eine Wall hin, hier eine Wall hin. Nein, hier, das geht. Alter, wenn man hier kein Gate setzen kann, ne? Dann heul ich aber so richtig. Warte, ich setze jetzt hier. Ach, doch, doch, man kann da was setzen. Zack. Das Gate soll hier hin. Hallo. Gate. Okay, Gate sitzt. Oh, der Baum ist vielleicht gar nicht so schlecht. Da. Ja, Bär, wir sehen dich, wir wollen dich aber nicht mehr sehen. Zack, 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 hier schön alles zugebaut jetzt. Zack, so ist das schön. Hier soll die Hütte hin in die Ecke. Was ist hier überhaupt hoch genug? Ja, Gott sei Dank. Ich habe wieder zwei Zombies am Arsch. Aber unsere Base steht ja jetzt schon fast komplett. Was sehr awesome ist. Wir gucken jetzt mal. Metal Bracket brauchen wir. Discover, nein, was haben wir? Crafting. Large Shelter Metal Sheet. Metal Bracket, Nails und Wood Planks. Gucken wir, ob wir noch den kleinen Shelter. Wir wollen gar nicht den Large Shelter bauen. Wood Planks, Metal Sheet, Discover. Metal Sheet, die wollen wir nicht. Machete wollen wir auch nicht. Nägel noch dazu. Ah, da haben wir den Shelter. Können wir schon die Metal Door Housing? Metal Wall, Metal Door da. Zwei Sheets, zwei Brackets. Shelter. Ach nee. Oh, ich glaube, es passt halt echt krass. Nee, nicht ganz. Wir können nicht. Ah, Mann. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Wood Planks, ne? Wir bräuchten noch zwei Metal Sheets. Den ersten haben wir. Den zweiten haben wir auch. Der hat ein Säckchen dabei. Da ist nur Stoff drin. Das heben wir jetzt nicht auf. Okay, wir brauchen noch ein Bäumchen. Ich hoffe, wir müssen uns nicht noch eine Axt craften. Natürlich müssen wir das noch. Alter, wie viel Pech wir haben, ne? Dann brauchen wir gleich noch mehr Metall. Um noch eine Kiste zu machen und so. Und noch eine Wand brauchen wir eh noch mit. Ah. Das nächste Folge gehen wir wohl plündern. Bis jetzt waren wir ja noch gar nicht wirklich plündern, weil jetzt die Plündernaufnahmen beide nicht funktioniert haben, weil ich die direkt nicht hintereinander gemacht habe und nicht geguckt, ob eine
wenigstens funktioniert und dann waren beide halt kaputt. So, wir wollen einen kleinen Shelter bauen. Und eine Metal Door. Am Shelter, Metal Door. Könnten jetzt noch eine Metal Wand bauen. Ein Storage Container können wir auch bauen. Awesome. Jetzt wollen wir noch eine Metal Wall. Die können wir auch bauen. Das ist richtig awesome, was wir jetzt alles bauen konnten. Uns fehlt nur noch eine Wand, um grob unsere Base gebaut zu haben. Das werden wir jetzt natürlich noch setzen. Und danach die Folge beenden. Gut, die Metal Door soll noch rein. Zack. Tür geht auf. Und der Container soll noch hier gesetzt werden. Wir sind fast am Verdursten und Verhungern. Wir gehen jetzt noch mal in die Tür zu. Haben unsere schöne Base gebaut. Und werden mal gucken, was wir alles nächste Folge hinkriegen. Auf jeden Fall, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da oder bleibt ein Weilchen und schaut noch andere Videos auf meinem Kanal. Ich freue mich auf euch und ja, ihr könnt euch ja auch mal weitererzählen, wenn euch die Videos gefallen hat. Vielleicht verirren sich dann noch ein paar mehr Leute hierhin. Ich freue mich auf alle und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.